Ja, mein Name ist Holger Munderloh. Ich bin 47 Jahre alt, von Beruf Lehrer hier in Kaiserslautern am Albert-Schweitzer-Gymnasium. In der letzten Legislaturperiode war ich halt auch schon Mitglied im Stadtrat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich kandidiere jetzt wieder und möchte ganz gerne meine Arbeit fortsetzen. Also, ich war 16, als ich bei den Grünen eingetreten bin. Ich war sehr fasziniert von Umweltschutzpolitik und Klimapolitik in allen Facetten, sei es die Anti-AKW-Bewegung damals, sei es Artenschutz, Gewässerschutz, Luftreinhaltung, alternative Verkehrspolitik. Das hat mich halt immer sehr angezogen und da wollte ich halt mitmachen, weil ich schon seit frühester Kindheit ein bekennender ÖPNV-Anhänger und Fan bin. Und das habe ich jetzt hier im Stadtrat Kaiserslautern auch gemacht. Ich habe zum Beispiel seit dem Jahr 2010 mich für die Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes Hohenecken eingesetzt. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, was Kommunalpolitik auch so alles bewirken kann. Ich war Mitglied im Schulträgerausschuss, habe mich dort für die Schulsozialarbeit eingesetzt und setze mich auch weiterhin dafür ein, dass wir in Kaiserslautern eine dritte Gesamtschule bekommen. Die aktuellen Anmeldezahlen beweisen es ja, dass es da einen Bedarf nach gibt. Also in meiner Freizeit war ich viele Jahre Judoka und dann bin ich dann irgendwann Hobbyfußballer geworden. Und ansonsten bin ich überzeugter Gärtner. Also ich habe außerhalb von Kaiserslautern ein Freizeitgrundstück und dort wird halt fleißig Obst angebaut, Rasen gemäht. Ja, den Holger, den kenne ich aus der Schule. Das ist mein Kollege. Holger macht besonders, dass er immer mit vollem Herzen dabei ist und alles, was er macht, eigentlich ja, da voll dahinter steht. Eigentlich ist es sehr schwer, Herrn Munderloh aus der Ruhe zu bringen. Er toleriert da einiges. Ich glaube, am meisten mag er es nicht, wenn wir schlampig arbeiten oder irgendwelche Hausaufgaben nicht richtig erledigen. Er achtet da sehr, dass wir präzise sind bei den Aufgaben. Ich glaube, der Holger kann sich so richtig schön aufregen, ab und zu über die Schüler, aber welcher Lehrer macht das nicht? Aber ich glaube auch manchmal über Kollegen. In der Politik wird Herr Munderloh sich auf jeden Fall durchsetzen können und hinter seinen Argumenten stehen. Also ich denke, man kann sich als Wähler darauf verlassen. Weil Holger alles mit vollem Herzen macht. Und das bestimmt auch ganz gut. Nun, ich denke, dass das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt dann auch gut umgesetzt wird, so dass alle was davon haben. Ja, so, ich denke gerade an The Time of My Life, Dirty Dancing. Würde irgendwie auch zum Theater passen. Wäre Herr Munderlohs Leben ein Film, dann wohl eher Der Pate. An sich galt bei uns auch im Geschichts-LK, dass wir immer eine Quellenarbeit bekommen, die wir nicht ablehnen können. Das ist eine Zeitenwende für Kaiserslautern, weg vom Autoverkehr hin dazu, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Das bedeutet Investitionen in Fußwege, in Radwege, in die Förderung des ÖPNV, also von Bus und Bahn. Und in dem Zusammenhang setze ich mich dafür ein, dass wir in Höhe der Friedensstraße einen neuen Bahnhaltepunkt bekommen.